So, Freunde, wir gehen rein in eine neue Folge Fußballmanager 22 mit dem AS Rom. Und wir haben ja jetzt ein paar Tage frei, sozusagen. Kleine Winterpause. Die Zeit möchte ich gerne nutzen, um einfach mal ein bisschen nach Talenten zu schauen. Wir werden einfach mal die Jugendmannschaften so ein bisschen durchforschen, ja. Genau, das ist jetzt für diese Folge hier angesetzt. Wir fangen natürlich hier bei uns in der eigenen Liga an, beim AC Milan, und schauen einfach mal, was die hier so in der Jugend haben, ne? Genau. So, gehen wir einfach mal nach Stärke hier, aber hier kann man schon sehen, dass jetzt kein großes Talent dabei ist. Bei Milan in der A-Jugend auf jeden Fall nicht. In der B-Jugend sieht es auch nicht so aus. Stärkster Spieler ist hier der Gary Middleton. Zentraler Mittelfeldspieler. Stärke 65. Ist jetzt nicht so schlecht. Können wir mal auf die Beobachtungsliste setzen. So, dann kommen wir zu Inter Mailand. Schauen wir mal, was da dabei ist. Stärkster Jugendspieler. Stärke 60. Okay, die haben auch nicht so wirklich ein starkes Talent hier. Gut, gehen wir weiter. Achso, das sind wir ja, da brauchen wir nicht gucken. Wir leisten schon bisher nur ganz gute Jugendarbeit. So, Juve. Stärke 66. Elias Solberg. 18 Jahre alt. Der sieht gar nicht mal schlecht aus, ne? Tun wir mal ins Blickfeld. So, dann haben wir hier noch Josef Nongebuende. Defensiver Mittelfeldspieler. Nichts für uns. Rechtes Mittelfeld. Okay. Lazio. Also bisher sieht das wirklich mau aus hier mit den Talenten. Ja. Ist noch kein 4-Sterne-Talent dabei gewesen. Bisher. Alle auch nur so bis Stärke 65, 66. Was ja auch vollkommen okay ist, aber das Talent ist halt nicht wirklich da, ne? So, vielleicht bei Neapel. Stärke 57, der stärkste Spieler. Nicht mal ein 3-Sterne-Talent in der A-Jugend. Also die Jugendarbeit ist nicht wirklich gut hier, ne? Stärke 60. Nö. Nix am Start hier. Hellas Verona. Da ist auch nix. AC Florenz. Gibt's da vielleicht was? Ja, da denkt man immer bei so einem Verein, da spielen auch mal ordentliche Jugendspieler. Aber da täuscht man sich echt, ne? Hätte ich gar nicht gedacht, dass das echt in Italien doch so schlecht aussieht, ne? In den Jugendmannschaften. Da ist nichts dabei. Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht. Gut, dann sind wir in Italien ja auch schon durch. Dann würde ich einfach mal jetzt nach Argentinien gehen. Und ich muss ehrlich sagen, in Argentinien habe ich noch selbst noch nie so richtig nach Talenten gesucht, ehrlich gesagt. Bin jetzt aber auch keiner, der die Scouts jetzt extrem darauf ansetzt oder so, da jetzt unbedingt überall zu scouten. Bin ich mal gespannt. River Plate, da spielt auch Arturo Vidal. Enzo Fernandes. Ja, schauen wir einfach mal, ne? Was ist hier? Also die erste Mannschaft sieht auf jeden Fall gut aus.
Vidal mit dem besten Talent hier. Wir sogar einen 40-jährigen Kapitän. Leonardo Poncio. Krass, ne? 40 Jahre alt. Oh, drei 40-Jährige haben sie sogar. Nicht schlecht. So, A-Jung kann man, zweiter Mannschaft kann man nicht wirklich was sehen. Schade eigentlich. Jugend auch nicht. Ist das bei allen so? Das ist natürlich echt blöde. Das ist blöde, dass man da nicht mal die Stärke sieht. Australien brauchen wir, glaube ich, nicht schauen. Gucken wir mal in Belgien. Aber da ist auch so, ne? Ist ja merkwürdig. Es scheint überall so zu sein. Mies. Weil es bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt irgendwelche Spieler anfange zu scouten, wenn ich nicht mal die Stärke oder irgendwas weiß. Hier haben wir wenigstens eine Stärke stehen, nicht bei allen Spielern. Aber auch defensive Mittelfeld brauchen wir eigentlich gar nicht. So, was haben wir hier? OM. 18 Jahre alt, den könnten wir mal scouten. Machen wir mal. So, dann haben wir hier noch einen Linksverteidiger. Engländer. Können wir auch mal scouten? Wir haben auch zu wenig Scouts, ne? Eigentlich. Nur vier Scouts. Okay. War da in der B-Jugend noch was? Nee. Ja, das finde ich echt ein bisschen blöd, dass man hier nicht mal die Stärke, also nicht mal die Stärke sieht. Nur von vereinzelten Spielern. Liverpool. Rechtsverteidiger. 17 Jahre alt. Könnten wir auch mal scouten, ne? Innenverteidiger hier. Cameron Xydias. Nehmen wir mal ins Blickfeld. Dann schauen wir mal weiter. Ach so, haben die in der B-Jugend noch was gehabt? 16. Den könnten wir eigentlich. Ach so, darf nicht international wechseln. Okay, dann nehmen wir jetzt mal ins Blickfeld. So. Auch nochmal 370er. Aber da weiß man auch nicht. Die müsste man ja alle erstmal scouten, um überhaupt zu wissen, wo die Stärke dann wirklich liegt. Ah, Jugend 17. Darf auch nicht international wechseln. So. B-Jugend, Tottenham auch nichts dabei. Gut, das scheint es auch gewesen zu sein. England, Frankreich, vielleicht sieht man da ein bisschen mehr. Aber auch so, ne? Es ist nicht so geil auf jeden Fall. Portugiese hier. Fähigkeiten 90, 70, 90, 90. Den würde ich für. Ach ne, nein, mein Linksverteidiger. Okay, da lehnt ein Wechsel ab.
Den hätte ich nämlich direkt einen Vertrag angeboten, vielleicht für die zweite schon. So, was haben wir hier? Den können wir einen Vertrag anbieten. Aber den würde ich auch vorher eigentlich erstmal gerne scouten. Nachher ist es ein Zwei-Sterne-Talent oder so. Das ist ja dann auch, das bringt uns ja dann auch nichts. So, scouten wir erstmal. Nehmen wir mit ins Blickfeld. So. Rechts außen. Ansonsten nicht wirklich was dabei. Nicht wirklich was dabei. So, Italien wollen wir ja schon. Portugal können wir noch mal schauen. Verstehe ich gar nicht, dass man das echt nicht sieht. Links außen. Diego Moreira, 18 Jahre alt. Gefällt mir aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, könnten wir eigentlich direkt verpflichten. Ja, so ist das natürlich echt mies, ne? Gucken wir nochmal kurz in Spanien und dann sind wir ja hier auch erstmal durch. Das ist auch so nichts, ne? Luzi, weiß ich, dass der gut ist. Gucken, ob wir den kriegen. Oh ja. Den werden wir auf jeden Fall verpflichten. Wenn er möchte. Packen wir in die zweite direkt. So, was haben wir hier noch? Diego Almeida. Glaube ich auch ganz gut. Ich meine, den habe ich auch schon mal gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Bieten wir einfach mal einen Vertrag an. Noch ein Innenverteidiger, Alexi. Zentraler Mittelfeldspieler. Ja, riskieren wir auch nochmal. Wir werden es ja sehen, ja, was sie dann für ein Talent haben. So. Hier haben wir noch einen Stürmer. In der Atletico-Jugend. Nehmen wir auch. Offensives Mittelfeld. So, das war's dann auch. Gut, Freunde, dann sind wir mit unserer Suche jetzt erstmal durch. Schade, dass man das echt nicht sehen konnte, ne? Weil, ja, man könnte die Spieler natürlich auch alle nach und nach scouten, aber das dauert ja ewig, bis man da durch ist. Na gut, ich würde auch sagen, wir machen hier auf jeden Fall nochmal ein Freundschaftsspiel. Ich würde auch ein Turnier machen, aber das kann man nicht. Oder? Nee. Gut, dann machen wir auf jeden Fall hier mal ein Freundschaftsspiel. Zack. Wann haben wir das nächste Spiel? Direkt schon am 1. Januar. Ja, ich würde ruhig hier noch eins machen. Okay, da will keiner. Wie sieht's hier aus? Ja, nehmen wir doch den. Haben wir noch zwei Freundschaftsspiele, bis die Rückrunde dann startet. Quasi.
So, obwohl das sind ja hier 38, ne? Ja, ich sag jetzt einfach mal Rückrunde. Genau, dann passt das auch. Hier sieht alles gut aus. B-Jugend sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir richtig gut hier. Ja, wir schauen nochmal, dass wir nochmal ein paar Spielergespräche führen. Theo hast gut trainiert. Zalewski hat eine in letzter Zeit sehr starke Leistung gezeigt. Auf jeden Fall. Perez wünschen wir natürlich alles Gute für die Zukunft. Von Vinicius muss auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen mehr kommen. Denn wir müssen uns Ende der Saison auf jeden Fall vom mindestens einen Stürmer trennen. In der Rückrunde werden auf jeden Fall alle Stürmer von uns nochmal die Chance bekommen, sich zu zeigen. Milik, Abraham, Vinicius und Majoral. Da wir aktuell nur mit diesem System spielen, quasi mit einer Sturmspitze, haben wir natürlich aktuell viel zu viele Stürmer, ja. Natürlich variieren wir auch immer wieder in das andere System, wo wir dann mit drei spielen, aber das ist eher selten, ne? Dass wir so spielen. Also, ja, da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ob wir da vielleicht einen Stürmer verkaufen oder zwei vielleicht auch verkaufen und dafür zwei Jüngere holen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Oder vielleicht aus den eigenen Reihen. Da haben wir jetzt hier natürlich nicht wirklich was dabei. Aber auch das wäre eine Möglichkeit. Oder man verpflichtet zwei jüngere Stürmer, die wirklich noch vor dem Karrieresprung stehen, sozusagen. Da müssen wir echt mal schauen, wie wir das machen, weil die kosten natürlich auch Geld und sitzen hier meist auf der Bank, sozusagen, ne? Majorel hatte jetzt auch schon länger keinen Einsatz mehr. Das ist dann einfach auch zu schade, ne? Okay, machen wir erstmal weiter. So. Dann nehmen wir die beiden Freundschaftsspiele hier noch mit. Gegen den FC Modena, sage ich jetzt mal, ne? Ja, da können wir ja eigentlich auch mal wieder in diesem System spielen. Machen wir mal. So. Aufstellungsregeln. Ja, gehen wir ruhig nach Frische. So. Jawohl. Machen wir das doch einfach mal. Natürlich im Videotextmodus. Gehen wir einmal schnell durch hier. 1-0 durch Vinicius. Sehr schön. So, die Auswechslung überlassen wir mal den Co-Trainer in diesen beiden Freundschaftsspielen. 2-0 Vinicius. Und damit bleibt es beim 2-0. Das ist natürlich auch jetzt nicht überragend, sage ich mal. Ne? Aber da sieht man auch, dass es einfach in diesem System, obwohl wir mit drei Spitzen spielen, doch nicht so fruchtet, ehrlich gesagt. Ne? Also wir haben natürlich hier zu 0 gewonnen, ist auch okay. Aber ich wünsche mir einfach in diesem System ein bisschen mehr Tore. Ja? Für Vinicius ist es gut, hat zweimal getroffen, hat sich dadurch mit Sicherheit Selbstvertrauen geholt. Aber da wir da mit drei Spitzen spielen und eigentlich sehr offensiv spielen, sind zwei Tore recht wenig, ne? So, Scout kehrt zurück. Was haben wir denn hier? Zwei Berichte. Hier haben wir ein Vier-Sterne-Talent. Ach ne, das ist Diallo. Okay.
3,5 Sterne. Rechter Verteidiger. Zielsetzung 10, Moral 1, glorreiche Zukunft. Das Einzige, was negativ ist, er spricht unsere Sprache nicht, ne? Gut, den können wir auf jeden Fall erstmal hier behalten. Diallo, der war ja so teuer, ne? Aber könnte auch jemand für die Zukunft sein, auf jeden Fall. Da müssen wir mal gucken. Den behalten wir hier auf jeden Fall auch erstmal drin. So. Gut. Weiter zum nächsten Spiel. Auch nochmal zwei ordentliche Tests hier absolviert. Und dann können wir in die Rückrunde starten. So. Wie heißen die? AC Morciano di Romac. Ja, unterklassiger Verein, ne? Das ist halt auch so ein Ding. Wir haben nur 2-0 gegen einen unterklassigen Verein gespielt. Dafür ist es auf jeden Fall zu wenig. So, wir wechseln ins andere System. Hier würde ich gerne jetzt mal die Spieler spielen lassen, die die beste Fitness haben. So. Gucken wir mal, wie wir dieses Spiel für uns entscheiden können. Steht schon 2-0. 3-0. Okay, mit 3-0 gehen wir in die Halbzeit. Das sieht schon besser aus, ne? Also, Abraham eine Vorlage, ein Schuss. Saniolo zwei Schüsse, eine Vorlage, ein Tor. Sharawi ein Tor, ein Schuss. Und Cristante ein Tor und drei Schüsse. Das sieht doch gut aus. So, auch hier. Co-Trainer macht die Auswechslung. 4-0, 5-0. 6-0, 7-0. Ja, und mit 7-0 gehen wir hier raus. So möchte ich das eigentlich in so einem Spiel auch sehen. Also gegen so einen kleinen Verein, da kann man echt auch mal so 6, 7 Tore schießen, ne? Definitiv. Das haben wir heute gemacht. Die Offensive war sehr gut. Theo auch eine Vorlage gegeben. Note 1 bekommen. Also macht sich immer besser hier. Sehr schön, freue ich mich. Ja, bin zufrieden mit diesem Ergebnis. Auf jeden Fall haben wir nochmal zwei gute Freundschaftsspiele jetzt gehabt und können dann jetzt vorerst zufrieden in die Rückrunde quasi starten. So, die Scoreliste werden wir uns natürlich gleich nochmal anschauen. So. Garrido akzeptiert Vertragsangebot. Trotzdem sieht man noch kein Talent. Das ist ja echt. Wechselt am 01.01. Da bin ich ja mal gespannt. Luzzi akzeptiert auch Vertragsangebot. Das ist, glaube ich, ein 3-Sterne-Talent, wenn ich mich nicht täusche. Er bleibt bei seinem Verein. Okay. Ist auch okay. Almeida auch. Gar kein Problem. Keine Freikarten für Hauptsponsor. So, jetzt gehen wir kurz nochmal hier rein. Schnell. So, alles 3-Sterne-Talente. Okay, das hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Ich meine, wir haben eigentlich auch eine gute zweite Mannschaft. Und da haben wir eigentlich auch auf diesen Positionen gute Spieler, ne? Da müssen wir jetzt nicht unbedingt diese Spieler verpflichten, ehrlich gesagt. Die uns dann auch nicht wirklich weiterbringen, ne? Dann können wir die auf jeden Fall entfernen. So. Gut, Freunde. Dann geht's in der nächsten Folge in die Rückrunde.
gegen Sampdoria Genua in einem Heimspiel. Und ja, ich freue mich auf die Rückrunde. Ich hoffe, dass wir weiterhin da oben stehen in der Tabelle, stehen bleiben können, dass wir Inter und dem AC weiter die Hand reichen können, sozusagen. Bin ich mal gespannt, was noch passiert. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne wieder was dalassen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt gesund. Ciao, ciao.